Hallöchen und willkommen zurück hier bei OneBlock Live, wieder so halb live aus dem Himmel. Und ja, wie ihr seht, hat sich noch nicht viel getan, außer dass ich mal ein bisschen Holz angepflanzt habe, um einfach den Holzkohlevorrat stabil zu halten. Für den Fall, dass wir jetzt dann noch ein bisschen bauen wollen, was wir auch tun werden, so viel kann ich sagen, aber wir brauchen erstmal Material dafür. Ich habe das letzte Mal gesagt, wir wollen die Eisenbahn ein bisschen upgraden. Problem ist nur, ich brauche dafür Slimes. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder der Spawner da drin gibt mir Slimes, oder wir müssen mal schauen, dass wir noch eine kleine Insel etwas tiefer aufbauen, in der Hoffnung, dass da Slimes spawnen. Beides können wir machen. Aber heute dachte ich mir, wir werden einfach mal ein bisschen wieder auf dem Stein rumklopfen. Ich habe hier übrigens mal ein bisschen Wasser reingelegt, erstens zum Testen, ob man da so eine Art, ich weiß nicht, so eine Art Brunnenwasserquelle irgendwie machen könnte. Man könnte auch versuchen, hier so ein bisschen so Richtung vier Elemente aufzubauen. Also Wasser, Feuer, Erde und Luft, wie ich Luft darstellen wollen würde. Bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Das war auch so eine spontane Idee, die ich hatte, weil ich habe ja hier die vier Kanten. Und wäre eigentlich ganz cool, dass man so die vier Elemente vielleicht ein bisschen hier mit reinnimmt. Wäre auch mal so ein bisschen auf dem Grau, käme das auf richtig geil zur Geltung. Mal schauen. Bin mir noch ein bisschen unsicher. Auf jeden Fall bräuchte man dafür auch ein bisschen Netherrack und alles, um das Ganze ein bisschen richtig hervorzuheben. Und vielleicht sogar noch ein bisschen Lava, dass man es richtig theatralisch das Feuer ein bisschen zur Geltung bringen können. Und natürlich bräuchten wir auch für Erde natürlich mehr Möglichkeiten, Erde dazustehen. Also Dirtblöcke, Cursed Dirt, alle verschiedenen Erdblöcke, die Minecraft so zu bieten hat in der 1.16. Das wäre ganz nice. Dann könnte man hier so einen Erdhaufen machen. Wäre auch ganz cool. Würde mir eigentlich gefallen. Und Luft müsste man halt Sachen irgendwie zum Schweben bringen. Da könnte man dann durch Spinnenfäden vielleicht ein bisschen die so ein bisschen rein platzieren, dass das alles so ein bisschen in der Luft schwebt. Ja, da habe ich so ein paar Ideen, aber mir fehlt auf jeden Fall Material dafür. Deswegen werden wir erstmal auf Materialkunde gehen. Ich habe das Zeug hier mal rausgemacht, dass wir wieder zwei Chests haben, um am Schluss zu sehen, was so rauskam. Die Eisenfarm habe ich vorhin wieder geresettet. Die hat sich schon wieder aufgehängt. Also man kann sagen, ein Stack on 12 geht immer durch. Und danach ist er immer so ein bisschen langsam. Und genau das möchte ich gerne durch diese Reset-Funktion. Wer es verpasst hat, letztes Video gerne reingucken. Da ist auch das Video verlinkt. Gerne reinschauen. Wir schauen mal. Wir hoffen, dass wir ein paar Slimes kriegen. Es soll ja hier ein bisschen ruhig sein. Ne? Das ist so. Ich stand das letzte Mal da. Grob übersetzt. Jetzt kehrt Ruhe ein. So ungefähr. Von daher schauen wir mal, wie die Ruhe ausschaut, würde ich sagen. Ach ja, wenn dieses Video rauskommt, dann müsstet ihr die erste Folge vom neuen Projekt schon gesehen haben. Wer es verpasst hat, einfach gucken. Ich verlinke es euch oben. K-Craft, das ist ein Modpack, das noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich dachte mir so, hey, guck's dir mal an. Und der erste Eindruck ist auf jeden Fall nice. Gerne abonnieren, kommentieren und gerne Glocke drücken. Wäre nice, würde mir helfen. Und ihr kriegt alle Infos, wenn was Neues kommt. Smaragde? Ja, ist eigentlich wurscht, weil wir haben Villager. Wenn wir die jetzt ein bisschen ausbauen, was wir natürlich jetzt können, weil wir Haufen Eisen jetzt generieren. Also wir haben drei oder vier Stack haben wir schon. Honig! Dann kriegen wir jetzt auch bald. Oh, Beehive. Das ist cool. Das heißt, wir können bald Bienen haben, eventuell, oder? Gott, mit was bauen wir den ab? Ja, machen wir so. Diamanten ist immer gut. Diamanten können wir brauchen. Das heißt, wir können jetzt bald enchanten. War das ein Slime-Block? Das war ein Slime-Block. Ein Slime-Block. Yay, wir können endlich Sticky Pisten machen. Wir können die Farm upgraden. Geil. Finde ich gut. Finde ich super. Da ist eine Biene. Maja.
Sag mir bitte nicht, dass du abgehauen bist. Wir machen den Beehive jetzt mal schnell dahin. Das heißt, wir brauchen ein bienenausbruchssicheres Gebäude. Weil Bienen sind maximal suizidgefährdet in Skyblock. Die fliegen nämlich immer über den Rand hinaus und dann kommen sie natürlich nicht mehr zurück. Weil sie können nicht nach oben fliegen, sie können dann eigentlich nur fallen. Sie gleiten langsam in den Tod. Muss man nicht verstehen? So ist die jetzt da drin. Minecraft Beehive, Minecraft Empty. Okay. Ja, dass die jetzt da drin ist und dann ich das Ding abbaue und dann sticht sie mich und dann ist sie tot, ne? Das wäre ein bisschen so maximal kontraproduktiv. Aber im Notfall, wir können ja auch welche beschwören, also spawnen. Das ist halt nur ein Riesenaufwand. Eisen nehme ich natürlich auch, wobei Eisen ist jetzt bei mir aktuell jetzt nicht so wichtig. Ich nehme natürlich alles extra, sind wir nicht böse. Aber das sind wir jetzt auf jeden Fall Selbstversorger. Psychobienen. Psychobienen, ich hasse sie. Da werden auf jeden Fall noch lustige Gesellen auf uns zukommen. Gott, freue ich mich schon auf die Monsterparty. Gold Ingot, ein Zombie-Kopf. Das ist ganz praktisch, dann werden wir nicht so schnell erkannt als Mensch. Sah nach Basalt aus. Schade, dass wir in der 1.16 Basalt noch nicht herstellen können. Ah, ich brauche Behutsamkeit. Ich brauche Behutsamkeit. Ich will Fungus. Okay, wir unterbrechen das Ganze kurz für eine Sondersitzung. So, willkommen zurück. Neuer Aufnahmetag für mich, für euch nicht. Also nicht wundern für den schrecklichen Cut, aber es hat sich etwas gezogen hier, das Ganze. Deswegen gucken wir jetzt mal. Wir haben ja gestern es geschafft, so weit zu kommen, dass wir schon mal bei den Enderperlen angekommen sind. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal Emeralds, dass wir noch den Gott, wie heißt er wieder? Cleric, genau, Cleric, dachte ich mir doch. Weiter traden können, dass wir die XP-Fläschchen kriegen. Und wir brauchen noch ein paar Bookshelf. Bookshelf sind wir schon ziemlich dabei. Aber zwei Möglichkeiten. Entweder wir holen es noch über Kühe oder über Trades. Beides okay. Müssen wir erstmal schauen, dass wir noch einiges kriegen, dass wir einiges noch vertraden können. Level 22 sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt müssen wir voll verzaubert sein. Piercing. Knockback. Protection, auch schön. Protection. Using Efficiency. Ich brauche einfach Material, was ich verzaubern kann. Gib mir mal die Iron Pickaxe. Macht man eigentlich nicht, aber Sick Touch! Endlich! So. Endlich. Endlich Sick Touch. Wir können weitermachen. Yay. Was für ein Aufwand. Geht doch. So, komm mal mit. Da ist sie. Wo ist sie? So, setz dich mal zum Bett.
Wir haben ein Kätzchen. Schreib mal in die Kommentare, wenn du weißt, wie du es nennen möchtest. Haben wir Behutsamkeit, wir können einfach drauf losarbeiten. Und können uns jetzt die Netherböden sichern. Gold. Slimes, Hallöchen. Ja, Slimebälle nehme ich natürlich dankend an. Ich hoffe, wir kriegen noch ein paar Netherböden jetzt. Müssten wir eigentlich kriegen. Dann können wir nämlich die ganzen Netherpilze alle schön anpflanzen. Oh. Ein Skelettpferd. Das müssten wir uns eigentlich aufheben. Aber über den Wolken ist es halt immer so eine Sache, ne? Warte jetzt nur drauf, dass hier irgendwas passiert. Weil es ist sehr, sehr ruhig. Es ist wirklich ruhig. Das gefällt mir nicht. Also schon irgendwie, ne? Es ist echt entspannend. Nichts ist los. Kein Monster, das dir auf den Keks geht. Alles super. Ach, guck mal her. Verzaubertes Phantom. Das heißt, bei der nächsten Monsterparty sind auch Phantome am Start. Juhu. Die total nervigsten Monster, die ich so weit kenne. Ja, wo sich die Monster einfallen hat lassen. Hat wahrscheinlich auch gedacht. Ach, guck mal. Ein Zombie-Fight-Pferd. Aber ich kann es halt auch echt nicht gebrauchen. Eine Biene hat sich auch schon eingeschlossen. Das heißt, wir werden da mal ganz kurz nachhelfen, dass sie auch drin bleibt. Agrobienen. Und die kommen durch die Decke. Erstens jetzt ist alles gut. Hä? Und mich gestochen, aber nicht vergiftet. Okay. Jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Das heißt, die kommen durch die Haarsla durch die Haarsla ich meine Haarslaps. Durch die Slaps durch. Okay. Ach nö, nicht schon wieder. Wie viel kommen denn noch? Ja. Ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Slimes. Kann ich auch mitleben. Geht. Die Phantome sterben natürlich von selber. Das ist praktisch. Ah ja, stimmt. Der ist ja wieder aufgeplatzt, der Deckel. Dann bin ich ja froh, dass wir tagsüber die Monsterparty haben. Weil Phantome sind einfach nur laut. Einfach nur laut und nervig. Okay, dann müssen wir hier wieder zumachen. Wie lange dauert das, bis die sterben? Ach, die sind fire resistant. Ob das jetzt oder kommt da mal runter? Sie sind feuerresistent, nehmen aber Schaden und kommen deswegen nicht runter. Ach Gott. Einfach nur nervig. Moment. Ja, bisschen besser. Ein bisschen besser ist es. So, wir haben auf jeden Fall genug Schleim, um die Eisenfarm nochmal abzugraden. Kosten-Nutzen-Frage. Je nachdem, wie viel Runden wir noch haben. Aber ich würde schon machen. Ich würde schon machen. Ich möchte schon, bevor wir die Welt hier verlassen, so ein bisschen schön. Wäre schon schön. Exakt. Und es gibt eine neue Music Disc. Und ein Book. Das ist schön. Bringen wir das Ganze mal zum Abschluss. Müsste ja gleich soweit sein. Heute mit musikalischer Untermalung von El Phantom. Der bekannteste Sänger aus der Minecraft-Geschichte. Super nervig. Ich hab doch gerade. Aber was ist denn mit der Biene falsch? Und tschüss. Das war's. Müssen wir uns eventuell neue Bienen spawnen? Schreib mal in die Kommentare, ob du gerne wissen möchtest, wie man Bienen spawnt.
Und ob wir vielleicht so einen kleinen Imker-Outpost bauen sollen. Wenn ja, einfach Kommentare nutzen und dann können wir das gerne machen. A Monster vanished. A Monster vanished. A Monster vanished. Sie sind verschwunden. Yay. Danke. Aber wie gesagt, Bienen in Skyblocks sind maximal suizidgefährdet. Gefährdet. Das ist super schwierig, die zu halten. Und dass sie sich halt durch Slabs durchbacken können, ist halt nicht so geil. Was machst du jetzt da? Staubwischen an der Decke oder was? Oh Mann, wir sind. Lava Bucket, nochmal zwei Stück. Ja, grätzi. Das ist aber schön. Endlich werden wir mit Lava zugeschüttet. Also jetzt kriegen wir natürlich Dirt ohne Ende, ne? Wahnsinn. Ja, wir sind gleich durch und es gibt Kuchen und Hayball. Oh, nice. Wir sind durch. 90 Sekunden. Wir sammeln unsere Sachen ein. Das ist gute Ausbeute. Gute Ausbeute. Muss man einfach sagen. Die Sticks jetzt vielleicht nicht, aber die Kartoffeln und die Wines und Lapis. Und Dirt, ganz viel Dirt. Also. Ja, 17 Emeralds, 3 Gold. Stack Lapis, Slime Balls und Slime Blöcke ohne Ende, Honig. Alles gut mit dabei. Den Kuchen setzt man gleich raus. Lava vor allem mit dabei, also geil. Und noch 20 Sekunden. Ja, den Klumpen da hinten, den können wir auch gleich auflösen. Aber jetzt warten wir noch. Die 10 Sekunden. Desolate Land. A barren land lies before you. Okay, ein desolates Land. Was auch immer das ist. Desolat, ja. Ich war mal besser in Fremdwörter. Deutlich. Das Geraffel hier würde wegräumen, wie es so schön heißt. So. Aufgeräumt. Gut. Also, es liegt an euch oder an dir. Ja, an dir. Ob wir Bienen züchten oder nicht. Bin sehr neugierig, was du sehen möchtest. Deswegen schreib es mir einfach in die Kommentare und dann werden wir das tun. Ich werde jetzt noch den Dirt umziehen. Ja, habe ich da genauso gemacht. Ist ein schmalerer Streifen. Gut. Perfekt. Noch ein bisschen. Dann haben wir das Ding zu. Und dann können wir uns um die nächste Reihe kümmern. Das würde ich aber in der nächsten Folge angehen, wenn wir hier die Eisenfarm umbauen. Beziehungsweise modifizieren, nicht umbauen. Und dann schauen wir das mal. Hier noch ein bisschen schön machen. Das Gebäude vielleicht nochmal umbauen, weil, wie gesagt, ich glaube, wir müssten uns dem End ziemlich nähern und wenigstens so ein bisschen schön machen. So ein bisschen. Also so einen kleinen Schönheitsanspruch hätte ich schon gerne, dass wir die Tiere vielleicht noch umsetzen. Aber das machen wir auf jeden Fall im Notfall, bevor wir zum Enderdrachen gehen. Hier das ganze Zeug mal ein bisschen weg, diesen ganzen Klotz da mal ein bisschen schön machen, die Villager umsetzen. Das werden wir alles nächstes Mal machen. Und dann bauen wir die nächste Phase ab, also die 9. Phase. Mal schauen. Vielleicht wird es auch nur eine reine Umbaufolge. Was ist dir lieber? Reine Umbaufolge, Mixmax oder sagst du, ja, warte mit dem Umbauen, es hat noch Zeit. Mach einfach nächste Phase durch. Schreib's in die Kommentare. Auch wenn es ein bisschen phantommäßig laut war, ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Gerne kommentieren, gerne Like da lassen, gerne die Glocke smashen, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Und natürlich auch gerne rüberschauen zu OneBlock und K-Craft. Create und K-Craft. OneBlock sind wir ja hier. Mein Kopf. Und ja, bis zum nächsten Mal reingehauen. Ciao.